Und jetzt am besten die ganze Sache nochmal, das ganze letzte Gespräch. Es war so viel, es war Wahnsinn, über was wir gerade geredet haben, bevor wir den Aufnahmebutton gedrückt haben. Haben wir? Wir haben über so krasse Sachen, über verbotene Dinge, die man gar nicht aussprechen sollte. Voldemort. Ja, oh, da kam mir heute so ein schöner Gedanke. Und zwar, warum hat denn im Harry Potter-Universum eigentlich niemand mal sein Kind Avada Kedavra genannt? Der dessen Name nicht gezaubert werden darf. So, und jetzt fangen wir mal. Ich habe hier ein Spiel und das würde ich gerne fortsetzen, damit wir dann wieder den Meisterdetektiv Pikachu Freizeichen Sound bekommen. Vielleicht klingt das so nach Therme oder irgendwie so Ayurveda-Massage oder so. Aber trotzdem, ich hätte das auch gerne als Freizeichen-Sound. Also wenn jemand gerade noch nicht abnimmt, dann ist weniger. Ja, okay, ja, hast recht. Bin gleich wieder da. Ja, tschüss. Ich spiele dann schon mal. Ich gehe natürlich auf neues Spiel. Ich habe hier schon was angefangen, aber das war nur, um zu sehen, ob das Spiel auch funktioniert. Also keine Sorge, ich habe mir nichts spoilern lassen, außer durch einen Film, der bereits schon seit Jahren existiert. Mist. Was ist? Das Let's Play ist für mich nicht blind. Warum? Erstens mal, ich bin schon in Kapitel 1 und habe 1 Minute 34, 43 gespielt. Scheiße. Nein, das ist aber nicht das Schlimmste. Das ist aber nicht das Schlimmste. Ich habe ja eigentlich das Spiel schon gesehen als Film. Mhm. Nein, aber das wird ja nicht so schlimm sein. Also da wird ja nicht alles mit drin gewesen sein. Vor allem nicht die Lösungen zu den Fällen, die da noch auf uns zukommen. Tja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt einfach auf das gehe und da schon neu anfange. Ob dann schon alles losgeht, ohne dass Marc dann davon erfährt, was ja überhaupt nicht geht. Zur Not, ich hab Dinge, um mir die Zeit zu vertreiben. Hast du das? Fitnessboxing. Ich hab dir auch noch was mitgebracht. Oh, oh, Happy Birthday. Oh, danke. Oh, das ist so lieb von dir. Oh. Und das an deinem Geburtstag. Ja. Hat Jappi dir das erzählt? Nein. Oh. Du bist in meinem Handy gespeichert, sonst hätte ich es vergessen. Yes. Wusstest du es denn schon, als ich die ganze Sache, als wir die Sache geplant hatten? Das wusste ich. Okay, gut. Ich wusste nur nicht, dass du kommst. Die Geschichte können wir ja auch noch zum Besten geben dann. Ich bin zufällig hier. Ich meine, glücklicherweise... Morgens aufgewacht. Genau. Auf einmal war ich da. Wie Desmond der Mondbär. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Nein, das war so... Urlaubsplanung im Hause. Ich habe sogar eine Gabel, wenn du möchtest. Muss aber nicht. Alles gut. Ich beiß mal immer ab, wenn gerade Cutscenes sind oder so. Hm. Nee, genau. Urlaubsplanung im Hause Exido und da haben wir festgestellt, es gibt echt gut günstige Unterkünfte genau hier. Direkt um die Ecke, 300 Meter zu Fuß. Ja, und so bin ich hierher gekommen. Ende. Ende. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Genau. So, fangen wir in dem neuen Kapitel, in dem bereits Kapitel 1 gespeicherten Spielstand an, damit wir den gleich wieder los sind. Jawohl. Ja, der wird gelöscht, das ist okay. Was ist der einfache Modus? Dieses Symbol. Hilfe, um in der Geschichte voranzukommen. Brauchen wir sowas? Nee. Ach, hätten wir jetzt bloß diesen einfachen Modus angestellt. Schnitt! Bau hier bitte den Schnitt ein. So da, wo wir das erste Mal hängen. Mit so einem Timestamp. 10 Minuten später. Hä? Gute Idee. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Ne, ich hab's ja jetzt gesagt. Genau.
Ich gucke mir das alles immer nochmal an. Natürlich, ich gehe davon aus. Ja, es ist nicht so, als ob ich da jetzt einfach das durchgehe und alle 15 Minuten gucke, wo könnte ich hier einen Schnitt setzen, wo könnte vielleicht ein Cliffhanger passen. Nee, ich gucke mir das alles wirklich an. Okay, also, nein, kein einfacher Modus. Das kann doch gar nicht schief gehen. So gute Grafik hatte der 3DS. Krass. Ja, Wahnsinn. Das ist eine Cutscene. Und jetzt macht er den Silent Hill auf. See if this woman can understand me. Pika, 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 pika! That answers that question. So why can I understand them? Pika! Hey, get out of the road! Pika! Pika, 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 pika! Gut, dass man das gerade nicht. This is the worst. There's gotta be someone out there who gets what I'm saying. Ich mochte unsere TikToks. Wusstest du, dass davon ein zweiter Teil fast fertig entwickelt ist? Das hast du dir das gestern gesagt? Das hast du mir gestern gesagt, ja. Wusste ich schon. Ja. Seit gestern. Ja, das war so eine Möglichkeit, wie ich das so sagen kann, ohne die vierte Wand zu durchbrechen. It's been 2 months since my dad disappeared. I've come here to Rhyme City to start looking for clues. I'm gonna start by speaking with his friends and coworkers. Kann ich da gar keinen Reim drauf machen? Hm. Naja, vielleicht ist es ja, ist es eine Stadt, die war mal nicht so friedlich. The Baker Detective Agency. Und jetzt ist sie friedlich und deswegen haben sie einfach das C gedroppt. Hey! Vorher war es Crime City. Ach so! Gott, da stand ich jetzt komplett auf dem Schlauch. Give that back. Are you okay? Walk that side. You got it. Come on. Wait. Hold it. Hey, hold it. I can't see. You turned red. Hold on to it. Easy for you to say, but I got gotcha. Ow, 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 ow. My ear. Wenn er den Bauch vor den Augen hat. Pikachu. You're stretching out my ears. Was ist denn der Sniffel dieses Kribbels? That was you talking? Could have been more gentle setting me down. Sorry? Huh? Are you able to understand what I'm saying? Is everything all right with you? Just talking to yourself? What? Wait, she didn't understand him? So, it seems that you're the only one who can understand what I'm saying. That's impossible. I don't really know what's going on, but you can understand me, so, all right. What are you talking about? No, oh, the A-bomb, Pikachu, the necklace. Let's follow him. Are you ready? We can't just stand here while these ladies are in trouble. Wait, hold on a second. Also, die Stelle, wo er den Bauch des Griffels vor den Augen hatte, wäre lustig gewesen, wenn dann die Stimme auch so gewesen wäre. Schön, dass du den gleichen Gedanken hattest. Wer macht denn jetzt, wer von uns soll Pikachu sprechen? Er hatte eine sehr, sehr tiefe, dunkle Stimme. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weißt du, wie das... Was ist? Hast du schon was vor? Ja, aber das hier ist viel, das hier ist wichtiger. Ich glaube, so ungefähr klappt das erstmal. Wir sind aus der Übung. Ja, ein wenig. Das ist echt, das kam mir letztens schon so in den Sinn. Eigentlich müsste man das viel öfter wieder machen, um da wieder reinzukommen. Außerdem bin ich früh dran und sollte es noch rechtzeitig zu meinem Termin schaffen. Ja, das war der Satz. Alles klar, wenn du nachher irgendwo hin musst, kann ich dich auch hinbringen.
Dann mal los, schnappen wir uns die Griffel und holen die Halskette zurück. Ich sag doch. Pokémon Glumanda. Let's go. Pikachu. Oh nein! Weg bin ich. Jetzt müssen wir uns bewegen. Kriegen wir schnell einen Controller angeschlossen? Wir spielen ein Nintendo-Spiel auf einem PC mit einem PS4-Controller. Das ist nichts Ungewöhnliches. Kabel kommt. Dann. So, wenn das bei Taste 1 bleibt, dann ist das okay. Schiebepad. So, links. Zack. Dass man sich fragt, ich habe hier einen Schnitt. Ich weiß nicht, ob man den gesehen hat. Wir haben ja auch erstmal einen Schnitt. Tja, ja. Jetzt muss ich mich nur noch dran erinnern. Okay, das sieht eigentlich so aus, als müsste das richtig sein. Alles. Warum ist das dann nicht richtig? Das mit so einem Batman-Symbol. So. Ja. Was ich mal ausprobieren würde, was ist denn ein Schiebepad-Modus? Ich lass das mal. Schiebepad müsste der rechte Control-Stick sein. Oh, ne? Hier, guck mal! Ich bewege mich! Wunderbar! Willst du dich auch mal bewegen? Willst du mich auch mal bewegen? Hallo? General Kenobi. Läuft wie eine Eins. Oh. Ich kümmere mich um das Mädchen. Hol du bitte seine Halskette zurück. Okay. Was sagt das Mädchen? Ich will meine Kette zurück. Warte einfach hier, ja? Ich bringe dir deine Halskette zurück. Komisch, er klingt wie Professor Layton. Let's go. Vielleicht sollte ich mal Pikachu probieren. Der klingt wie Gamschu. Detective Gamschu, ja. Hey, Junge! Okay, dann ist Pikachu mich, jetzt Gamschu. Aber meine Version von Gamschu. Dann darfst du ihn wie Luke aber sprechen, wenn ich Detective Pikachu kriege. Oder willst du sehen, wie Luke sprechen? Du hast sie auch gesehen. Ich bin so heiser gerade. Du hast sie auch gesehen. Ich habe versucht, sie zu fangen, aber sie sind mir entwischt. So, was hat sie hier Let's zu go. Let's go. Was haben diese Schlingel überhaupt mitten in der Stadt verloren? Ich glaube, gerade eben ist die Switch fertig geworden. Hm? Dudup hat's gemacht. Ja. Verfolge die Griffel. There they are. Dominika. That's a lot of ketchup. I hope they don't let it all go to waste. Quicktime-Events gibt's da. Damn it. Yeah, that's not too bad, even with all the ketchup on it. Bravo! Yay! Bravissimo! Stop right there! Give back that necklace! Oh, they're quick. And now they've run for higher ground. Wow, they're going all out, aren't they? Let's use that. Ach, hätten wir jetzt bloß diesen einfachen Modus angestellt. Alright, let's raise it up. Das ist der noch einfachere Modus. Das wird alles für uns gemacht. No, I can't do that. Ah, okay. Bravo! Ich hätte ihn ja lieber fallen lassen. Well, thank you very much. They got away. Aber wir haben Hinweise gefunden. Da war ein Georock. Wo? Links. So, also willst du jetzt dich an einem Gamschuh versuchen? Versuch du dich am Gamschuh, okay. Das ist authentisch. Weg sind sie! Und als Andenken haben sie ein ganz schönes Chaos hinterlassen. Ja, unfassbar, dass Pokémon mitten in der Stadt so ein Tohuwabohu anrichten.
In letzter Zeit häufen sich die Vorfälle, bei denen Pokémon plötzlich durchdrehen. Aber mein sechster Sinn sagt mir, dass dieser Fall nichts damit zu tun hat. Huch! Aber sie habe ich ja auch wie Luke gesprochen, oder? Ja, eigentlich, aber du könntest sie ja mehr so wie Emmy damals. Hast du die Griffel erwischt? So wie Emmy damals. Die Grabscher, die Griffel. Nein, sie sind leider entkommen. Also ist die Halskette weg. Tut mir wirklich leid. Hey, hey Junge, willst du etwas schon aufgeben? Sieh dich doch mal um, diese Schmutzfinken haben mehr als genug Spuren hinterlassen. Sie zu finden wird ein Kinderspiel. Spuren? Willst du mir etwa erzählen, ein Pikachu wie du könne Spuren lesen? Also wirklich, da fragst du noch? Ich sag dir da eins. Also, hier ist erstmal ein Übersichtsplan. Mit mir an deiner Seite spürst du die Kette auf, bevor du Donnerblitz sagen kannst. Es muss einfach sein. Es ist noch so drin. Es ist immer noch so drin. Das kannst du den beiden Damen auch genauso erzählen, um sie zu beruhigen. Okay. Kein Grund zur Sorge. Pikachu und ich werden die Halskette finden. Oh, wirklich? Super. Vielen Dank. Also dann, fackeln wir nicht lange, sondern nehmen gleich die Ermittlungen auf. Und wie genau stellen wir das an? Ja, wir gehen zu den Ermittlungen, bücken uns runter und greifen sie und heben sie hoch. Und dann stellen wir sie hier an die Wand. Ermittlungen zur Gerichtsakte hinzugefügt. Da sind sie aufgenommen worden. Dank Capture Card. Zuallererst fangen wir mit der Befragung an. Wie hab ich das denn gemacht bei sowas? Hast das dann auch du gesagt? Nee, du hast das dann auch. Hast du immer andere Leute benutzt als ich? Oh mein Gott. Wir sind Nordmann oder sowas? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, du hattest was mit Nordmann. Also. Ja, jetzt ist es raus. Sorry. Ich konnte es einfach nicht für mich behalten. Ich glaube, so in der Art war das. Hattest du Nordmann bei Fragezeichen oder bei farbigem Text? Ich weiß nicht mehr. Ah, ich weiß, Sie sind ein Streifenpolizist. Wenn das Opfer in diesem Video falsch ist, erzählen Sie uns von diesen entscheidenden Beweisen. No. Ich finde das No so super. Yep. Aber das Jupp ist besser. No! Muss sagen, das Zimmer war mit Sicherheit einzigartig. Was ganz Besonderes. Meister de Victoire hat immer gesagt. Ich gehe mal hin. Aber ich habe nie verstanden, was er meinte. Es wurde euch... Ich weiß es nicht. Endlich bewusst? So, okay. Ich auch. Dominika mit Bart, genau. Und sie befinden sich an einer Stelle, von der sie... Oh, das ist jetzt noch was anderes. Nee, das ist noch was anderes. Weil jetzt sind sogar die Anführungsstriche rot. Das war vorher nicht. Die Weise... können. Nein, ich hab keine Ahnung. Das klingt eher so, als würde man mich foltern. Also ich weiß, ich hatte bei Ausrufe... bei... Anführungszeichen? Habe ich Fragezeichen gesagt? Mhm. Ich hab's mal so hingenommen. Ja, die habe ich hier auch, falls man die nicht sehen kann, über mir schweben die. Bei Anführungszeichen hatte ich auf jeden Fall Serena. Ja.
Und du hattest bei den roten Buchstaben oder bei ja, den roten ich glaube ja. Und, ja, ja. Du hattest irgendwo, wie hieß denn der Bruder von Dominika? Wie hieß denn der Clarence? Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Ja, warte mal, wie habe ich den gesprochen? Ja, irgendwie so. Ich weiß auch nicht mehr genau. Naja, jedenfalls, da ich mit Menschen nicht reden kann, bist du dafür zuständig. Frag die Leute hier einfach, ob sie die Griffel oder die Halskette gesehen haben. Okay, verstanden. Hast du einen Stift und ein Notizbuch griffbereit? Notizbuch der Bomber zur Gerichtsakte hinzugefügt. ja, aber wofür? Um Zeugenaussagen, Hinweise und Beweise festzuhalten. Geht klar. Um Zeugen festzuhalten. Hast du Handschellen dabei? Das hat nämlich damit zu tun, wo er gerade hin wollte. Leg dir eine umfassende Liste aller wichtigen Anhaltspunkte an. Okay, ich versuch's. Na gut. Ich würde mal sagen, nochmal reden. Und? Gibt es schon eine Spur? Ja, da drüben. Erstmal zu den Griffeln. Verhalten sich die Griffel in dieser Stadt immer so? Eigentlich nicht. Aber in letzter Zeit sorgen öfter irgendwelche Pokémon für Probleme. Ich frage mich, was in sie gefahren ist. So wie in Emmy damals. Und die Halskette. Ich werde die Halskette auf jeden Fall zurückholen. Vielen Dank. Die Kleine scheint ja sehr an dem Schmuckstück zu hängen. Sie scheint ja nicht mehr an dem Schmuckstück zu hängen. Die Griffel hängen dran. Ja. Okay, es funktioniert auch gut mit Controller derzeit. Ich hoffe, du findest meine Halskette. Geht es dir gut? Die Griffel haben dir bestimmt einen ziemlichen Schreck eingejagt. Ja, mir geht es gut. Das freut mich. Könntest du mir die Halskette ein bisschen genauer beschreiben? Schließlich hatte ich ja einen Griffel im Gesicht. Ja. Klar, sie ist ganz glitzerig und blau. Ich trage sie jeden Tag. Heute ja nicht mehr. Ja. Meine Mama hat sie mir geschenkt. Also ist sie dir sehr wichtig. Aber red hier wieder mal über die Halskette. Ja. Nein, nur die Halskette ist mir wichtig. Ein Grund mehr, unser Bestes zu geben. Okay. Damit haben wir nichts weiter gekonnt und wir haben hier ein 8. Ach, das ist kein Georock, das ist ein... Dann reden wir doch mal mit dem Pokémon. Grabbit. Soll ich den auch mal sprechen? Grab. Sind hier zwei Griffel über den Weg gelaufen? Grabbit. Verstehe. Was hat es gesagt? Weiß ich auch nicht. Es hat seinen Namen gesagt. Na, das hast du doch eben selbst gehört. Nein, ich habe nur Greppels Ruf gehört. Aber was es damit meinte, weiß ich nicht. Dann kannst du also nur mich verstehen? Merkwürdig. Achso, ich dachte, sie wollen wirklich darauf hinaus, dass Pikachu auch nur Greppelt verstanden hat. Es hat auf jeden Fall gesagt, dass es zwei Griffel gesehen hat. Sie waren auf der Flucht, aber mit so einer oberflächlichen Aussage kommen wir leider nicht weit. Ja. Dann wir können wir also auch problemlos Pokémon befragen. Echt praktisch. Nur leider können die keine guten Aussagen geben. Okay, das war's damit auch schon. Sieht jetzt auch nicht wie das allerschlauste Pokémon aus. Ja. Kann ich denn irgendwie mit irgendeiner Taste auf Anhaltspunkte? Oder muss ich dafür wirklich dann... Keine Ahnung. Vielleicht kannst du das Touchpad irgendwie... Ja, das Touchpad kann ich dafür auf jeden Fall... Touchscreen-Steuerung verwenden. Ah, Person, Mädchen und junge Frau... Wie, warte mal, es gibt in dem Spiel nur ein Mädchen und eine junge Frau. Und das ja. Das heißt, in dem ganzen Spiel kommt keine junge Frau mehr vor. Nur noch alte Weibe. Auch nur ein altes Weib. Ja. Nee, alte Frau, altes Weib, junges Weib. Alte Hexe. Ja, so geht das dann. So, dann haben wir... Also bei den Pokémon haben die wenigstens Namen. Also zwar auch nicht... Spitznamen, aber... Halskette, was sagt denn das? Oh. Griffel hat sie dem Mädchen geklaut. Das Mädchen bekam sie von seiner Mutter. Ende.
Nein, noch nicht ganz. Ich würde gerne am Ende noch eine Sache klargestellt haben. Und zwar in der Folge sieht man ja, wie ich ein Stück Geburtstagskuchen bekomme und auch mir zum Geburtstag gratuliert wird. Aber das war, weil schlicht der Zeitpunkt der Aufnahme, naja, mein Geburtstag war. Ich würde also darum bitten, dass von verspäteten Geburtstagsgrüßen abgesehen wird, da das Video bereits am 26. September 2022 gedreht wurde und nicht etwa am Tag des Uploads. Aber... Komm schon. Oh. Nun ja, lieber Marc... Auch wenn ich dir dieses Stückchen Kuchen hier leider nicht persönlich gerade überreichen kann, möchte ich dir dennoch alles Gute zum Geburtstag, viel Glück im Leben, Gesundheit, Liebe und all den ganzen anderen Standardkram wünschen. Nein, aber um ernst zu bleiben, ich freue mich wirklich über all die Zeit, die wir bisher zusammen verbracht haben, die wir zusammen gezockt haben. Oh nein, jetzt ist es aus. Egal. Und ja, wie wir sehr viel Spaß miteinander hatten. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir, bis wir alt und tattrig sind, noch ein paar Spiele gemeinsam durchgezockt bekommen. Und zum Abschluss gibt's jetzt noch ein kleines Ständchen. Happy, happy birthday, the song is just for you. We'll celebrate a party with cake and presents too. Forget about your worries, let's go outside and play. Be happy on your special day. So, und damit entlasse ich euch alle in die Freiheit des Nicht-mehr-Video-Guckens. Bye-bye.